Hier hinten das Holz könnten wir im schlimmsten Fall auch noch rausholen. Also alles, was jetzt hier, ich gehe mal richtig dick ran. Die Birken und alles drumherum. Könnten wir auch noch rausholen, wenn Holzknappheit ist. Und die ist definitiv. Oh, das ist krass. Wisst ihr was, das machen wir auch. Bis die Mine und alles stehen, wird noch ein bisschen Holz benötigt werden. Was soll's. Ein paar Bäume lassen wir mal stehen. Aus Solidarität zur Selbstvermehrung und so weiter und so fort. Was mich auch ein bisschen wundert, dass bis jetzt der eine Fisch erreicht. Wartet mal, der hatte 600 Fisch. Also in den vergangenen Spielen, also in der Vergangenheit, sagen wir mal so, in den vergangenen Spielen, hatte ich immer relativ zügig einen zweiten Fischer benötigt. Das weiß ich noch ziemlich genau. Weil der Fischer ist nun mal die erste Nahrungsquelle mögliche. Und also entweder habe ich jetzt gut gewirtschaftet oder der Boom kommt noch. Die Mine ist gleich einsatzbereit, beziehungsweise kann gebaut werden. 58 Holz, alles knapp, verdammte Axt. Da haben wir einen Gatherer, Childs, Labor, Alter, 19, 11, muss unbedingt Häuser bauen, 14, 12, nee, da nicht. 7. 12. Ist auch schon. Oh Gott. Also wenn ich das sehe, könnte ich nachher wahrscheinlich, wenn der ganze Umbau fertig ist, nochmal 8, 9 Häuser setzen. Aber da muss wirklich alles fertig sein für. Ich hoffe, die sind dann nicht so alt. Sonst habe ich nämlich ein kleines Problem. So, wo ist die Straße? Genau. Na? Nein. Geht das nicht? So geht's. Das hier war das Rathaus, ne? Genau. Hinterm Rathaus kommt näher noch ein Brunnen. Komm, pack die zwei Steine jetzt in die Mine. Das wäre sehr hilfreich. Dann hetzen wir da vier Bauarbeiter drauf und dann haben wir erstmal Metalllieferant. Und das ist halt diese Sache, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gefixt haben, ob Minen, wenn die Minenarbeiter die ganzen Ressourcen vor die Mine gelegt haben, ob die Priorität haben vor dem eigentlichen Abbaugebieten. Sonst wird es schwierig. Stein wird hier so nach und nach rausgeholt. Ja. Ist er jetzt fertig? Die Mine. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann packen wir mal vier Bauarbeiter rein. Ja, und sobald die Mine fertig ist und die ersten Arbeiter da drin sind, heißt es aufpassen. Immer Labore da haben. A, zum Abtransport und B, gibt es häufig Todesopfer da drin. Mal durch, durch Einstürzen der Decke und so weiter und so fort, also halt Minenunglücke. Da kommen die Kälber. Jetzt haben wir schon 7. Sehr gut, sehr gut. Es läuft. Was habe ich denn hier eigentlich markiert? Ach, das war der Market, ne? Genau. Gut. 710 Nahrung nur noch. Oh shit. Oh shit, oh shit. Das wird noch, nicht gut. Wir haben jetzt eine Early Spring, okay. Ob da
das gut geht, ich weiß es nicht. Brauche ich doch schon einen zweiten Fischer, vorsichtshalber. 804 Nahrung. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich sollte den setzen. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, der Fischer kostet jetzt nicht die Welt. Davon jetzt mal ab. Was ist er denn? Das ist, sind Peanuts. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Der Radius geht bis zur Tanne. Krumme Wege dürfen auch mal sein. Luxonstone. Nun baut doch mal das Ding. Was ist denn hier los? Jetzt geht's voran. Okay, jetzt kommen die Bauarbeiter. Was macht ein Kind hier bei der Mine? Und die Frauen stehen im Schutt. Na, sehr gut. Glücklich gewählt. Schulhaus hat auch schon 13 Steine drin. Sehr schön. Endspurt, Endspurt. Müssen wir halt nur mal gucken, was wir da als erstes ansetzen. Aber ich denke mal, es wird Metall sein, weil Metall fehlt doch tatsächlich überall noch. In Masse. Oder doch Kohle? Ich weiß es nicht. Na gut, Metall holen wir jetzt überall noch raus. Dann doch lieber Kohle, ne? Denn Holz kommt momentan auch nicht. Nee, dann setzen wir Kohle an. Das ist eigentlich eher die klügere Variante. Weil bis Holz wieder reinkommt, brauchen wir eine Lösung. Metall wird sowieso gesammelt. Warte mal, das. Wo ist er denn? Halt! Ah, ich komme da nicht ran. Nanu? Hallo? Jetzt. Und hier oben werden wir dann auch zwei, drei Häuser noch sitzen. Am Rand, an der Koppel entlang. Damit die Fischer es nicht ganz so weit haben, die jetzt hier links sitzen. Aber das hat noch Zeit, das hat noch Zeit. Eins nach dem anderen. So, die Mine ist fertig. Dann setzen wir mal auf Kohle. Kohle-Limit 200. Können wir ruhig 300 machen, das ist nicht weiter schlimm. Und wir brauchen Miner. Da setzen wir mal 5 ein. Können wir auch 6 einsetzen, ist egal. Und hier seht ihr das auch, nebendran, der gelbe Balken, 100% remaining, ja, ist noch voll die Mine, aber sie wird irgendwann auch leer werden. Das heißt, die Dinger verfallen auch irgendwann, früher oder später. So, jetzt heißt es warten. Problem ist, kaum ist eine Mine in Betrieb, wird hier unten die Happiness runtergehen. Das ist seit eh und je so. So, noch 7 Steine, dann haben wir auch das Schulhaus soweit, dass es gebaut werden kann. Das Ding ist auch komplett ausgehoben. Ja. Naja, noch nicht ausgehoben, aber das kommt dann auch noch. Oh, pardon, wenn ihr das gerade gehört habt, das war dann die Tasse, die ich gerade abgestellt habe. Der trägt Holz, ne? Ja. Ja. Die holen sich teilweise auch das raus, was sie aktuell brauchen, um ein Projekt fertigzustellen. Der Stein ist immer noch nicht ganz raus.
Die nächsten Häuser gehen dann in den Norden. Beziehungsweise müsste rein theoretisch nur umgedacht werden, nachher, wenn der Quarry fertig ist, müsste ich links daneben schon die ersten Häuser setzen. Da muss ja auch noch der... Stimmt, ich muss ja hier auch noch eine Schule bauen und... Schule sei schon. Hier ist ja eine Scheune. Eine Scheune muss ich bauen. Was ist das hier vorne eigentlich? Ah, ich glaube, da kommt her das Gerüst hin. Teil wird rausgeholt. Ja, wie gesagt, ich glaube, das mit der Kohle ist schon die richtige Entscheidung. Ja, und wenn dann die erste Kohle gefördert wurde, die landet dann immer links an der Treppe hier. Stapelt sich dann, bis sie abgeholt wird. Was ist das? Achso, die Mine. Okay. Gut gefüllt. 1400 Nahrung, es geht wieder aufwärts. Uff, okay. Aber trotzdem würde ich doch so langsam gerne hier das Feld bestellen. Denn wenn die Bauprojekte vorbei sind und die Häuser gesetzt wurden... Oh, ich sehe gerade, die Schule ist baufertig. Brauchen wir zwei, ne? Genau. Wenn die Häuser gebaut sind, werden A, jede Menge Rohstoffe und Nahrung verloren gehen. Und natürlich geht die Vermehrung los. Dann geht es los wie die Karnickel. Wird es dann getrieben, nenne ich es mal so. Und ratzfatz sind die Lager wieder leer. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn wir dann schon ein Feld bestellt hätten. Ich schlürfe hier mal ein bisschen lauter. Ist das hier einfach so? Ja, ne? Da seht ihr es. Andersrum. Da liegt die erste Kohle. Und die wird dann irgendwann von einem vorbeilaufenden Laborer abgeholt. Das Problem ist, jetzt müssen wir mal drauf achten, die Laborer haben ja eigentlich alle Hände voll zu tun mit Ressourcenranschaffung. Im schlimmsten Fall wird es dort gar nicht weitergehen. Und die Schule wird auch gebaut. Schönes, ja, schönes Fleckchen Schule, ne, rundherum grün. Gut, wenn der Woodcutter natürlich richtig losgeht, dann wird das so eine Sache. Noch einen Lehrer einstellen. Dann wächst die Bildung bei uns und geht das Ganze voran. Ich muss mal gucken, ob ich auf natürlichen Wege jetzt hier die Happiness oder das... Puh. Nicht, dass ich in einem Brauhaus, also ein Brauhaus setzen muss. Darauf habe ich eigentlich null Lust. Also wenn ich es vermeiden kann, würde ich es auch gerne vermeiden. Tatsächlich. Was machst du denn hier hinten? Ach so, okay, verstehe. Dafür schon Zeit? Dann nimm doch die Kohle gleich mit, du Knalle. Okay, Teacher, wo ist er? Da. Gut. Jetzt haben wir Platz für 20 Studenten hier drinnen. Das heißt, jedes Kind, das jetzt heranwächst, wird bis zum 17. Lebensjahr kein Laborer werden. Sofern es noch unter 10 ist. Oh Gott, wir müssen unbedingt Häuser setzen. Oh, 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 oh. Wenn ich erstmal den Kreislauf habe, dass ich Frauen oder mehrere Frauen in einem Haus habe, die älter als 35 sind, dann habe ich ein Problem. Dann kommt der Teufelskreislauf, weil die können nicht mehr gebären, besetzen aber neue Häuser. Wird nicht einfach. Ah, hier werden die Rohstoffe mal dezent über den Friedhof getragen. Naja, warum nicht? Komm, Hupf. Na, von wegen Hupf. Imaginäre Mauer. Was ich nicht so ganz verstehe, warum dieser Trader auch die Rohstoffe einlagert.
Weil, warum sollte da ganz normales Eisen liegen? Gut, der Schmied kann sich das natürlich abholen. Aber Loks? Firewood würde ich verstehen. Aber Loks? Ich hoffe, das holen die sich da irgendwann raus. Ach, die Leute bauen da um die Straße. Nee, komm, dafür ist jetzt keine Zeit. Oh, jetzt liegt hier die Kohle. Das meine ich. Das meine ich. Das heißt, irgendwann muss man von diesem Punkt wegkommen, dass man Leute losschicken muss, um zum Beispiel einen Wald zu roden. Weil wenn man den Punkt nicht los wird, hat man wirklich einen Stopp in der Kette. Das ist irgendwie total, total ätzend. Keiner holt das Zeug ab. Schon wieder nur noch 764 Nahrung. Das ist nicht gut. Das ist mir zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Wird überall gebaut. Eher in jeder Ecke. 30 Holz liegen dort auch schon. Es fehlt überall Stein. Sind echt viele Bauprojekte. Ich hoffe, ich setze mich damit nicht in den Nesseln. Das ist echt ein bisschen... Das macht mir ein bisschen Sorge. Das Haus ist auch schon mit Holz bestückt. Wow, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Kann förmlich zugucken, wie hier alles... Ach doch, Moment, die Kirche später wird ja auch nochmal alles ein bisschen erhöhen. Genauso wie der... Hatte ich nicht einen Arzt? Ach, ein Hospital da. Oh Gott, das wird dauern, das wird dauern. Das wird dauern.